Hi und herzlich willkommen zum nächsten Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder da seid. Wohin es diesmal ging, erfahrt ihr im Intro. Feuth Arena, ursprünglich hieß das Stadion Albstadion, ist die Heimspielstätte des 1. FC Heidenheim. Das Stadion liegt auf einer Höhe von 555 Metern und ist damit das höchstgelegene Stadion in Deutschland. Am 17. Februar 2009 beschloss der Gemeinderat der Stadt Heidenheim den Neubau eines Fußballstadions anstelle des in die Jahre gekommenen Albstadions. Nach mehreren Umbauten und Erweiterungen, unter anderem aufgrund von Auflagen des DFB in den verschiedenen Fußballligen, erreichte es die heutige Kapazität von 15.000 überdachten Plätzen. Diese 15.000 Plätze sind aufgeteilt in 6.000 Sitz- und 9.000 Stehplätze. Die Eintrittspreise betragen zurzeit zwischen 3 Euro für Kinder und 30 Euro für Erwachsene. Am 4. April 2019 gab der 1. FC Heidenheim bekannt, dass er mit der Stadt Heidenheim einen Kaufvertrag über das Stadion abgeschlossen hat. Der Verein zahlte für das Stadion 2 Millionen Euro. Kleiner Funfact am Rande. Die 6x4 Meter große Videowand zwischen West- und Südtribüne stammt aus dem alten Aachener Tivoli, der Heimspielstätte von Alemannia Aachen. Die Feuth Arena liegt neben dem Klinikum Heidenheim und kann erreicht werden, wenn der Wegweisung zum Schloss, Klinikum bzw. Stadion gefolgt wird. Im Umfeld der Feuth Arena gibt es ausreichend Parkplätze. Diese befinden sich im direkten Umfeld, vor dem Naturtheater, beim Schloss Hellenstein und beim Klinikum Heidenheim. Von dort ist das Stadion in wenigen Gehminuten zu erreichen. Es kann auch am New Heideköpfe Ballpark geparkt werden. Direkt am Eingang der Gäste, hinter der Westtribüne, befindet sich der Parkplatz für die Gästefans. Es wird jedoch empfohlen, an Spieltagen bei Anreise mit dem Auto die kostenlosen Parkplätze und den kostenlosen Bus-Shuttle-Service zu nutzen. Bei Anreise aus Richtung Norden von der A7 wird gebeten, die Parkplätze der Firma Appcost zu nutzen. Von dort fahren im 20 Minuten, später auch im 10 Minuten Rhythmus die Shuttlebusse. Wenn die Anreise aus Richtung Westen erfolgt, wird gebeten, die Parkplätze an der Adalbert Stifter Realschule, Berufsschulzentrum und der Karl-Rau-Halle zu nutzen. Auch von hier fahren die Busse zunächst im 20, später dann auch im 10-Minuten-Rhythmus. Aus Richtung Süden befinden sich die Parkplätze für den Bus-Shuttle bei der Paul Hartmann AG. Die Busse fahren hier im 10-Minuten-Rhythmus. Alle Busse sind kostenlos und fahren unmittelbar nach der Begegnung wieder zurück. Vom Bahnhof aus ist das Stadion mit den Bussen der Heidenheimer Verkehrsgesellschaft HVG zu erreichen. Zu nutzen sind hierzu die Busse der Linien 6 und 7 bis zur Haltestelle Feuth Arena. Genauere Informationen dazu gibt es auf der Homepage der Feuth Arena. Den Link mache ich wie immer unten in die Beschreibung. Auch dieses Mal bin ich wieder mit dem Auto angereist. Mit der Bahn wäre zwar auch möglich gewesen, hätte für mich aber deutlich länger gedauert und war daher keine Alternative. Da ich schon 2 Stunden vor Spielbeginn da war, hatte ich noch einen kostenlosen Parkplatz unterhalb des Stadions bekommen. Von dort aus beträgt der Fußweg dann nur noch ca. 5 Minuten. Direkt hinter der Kurve, hier links, befindet sich bereits das Stadion. Wenn man um das Stadion herumläuft, bekommt man nicht den Eindruck, dass es sich um ein Fußballstadion handelt. Nachdem ich durch die Sicherheitskontrolle durch war, habe ich einen Verpflegungsstand gesucht, um mir das Stadionmenü, also ein Bier und eine Bratwurst, zu kaufen. Es kostete 7,50 Euro und schmeckte sehr gut. Sehr interessant fand ich aber den Blick vom Stand aus. So nah kommt man, glaube ich, in kein Stadion an das Spielfeld.
Die Sicht von meinem Platz sowie von den meisten anderen Plätzen war sehr gut. Kommen wir zu guter Letzt wieder zu meiner Bewertung des Besuchs. An dieser Stelle wieder von mir der Hinweis: Bei dieser Bewertung handelt es sich nur um eine persönliche Meinung. Andere können und dürfen durchaus eine andere Ansicht haben. Fangen wir jetzt aber an. Verkehrsanbindung. Zu erreichen ist das Stadion mit einem Bus-Shuttle und Auto sowie öffentlichen Verkehrsmitteln. Fahrradstellplätze habe ich nicht gesehen. 8 von 10. Stimmung. Die Stimmung im Stadion war okay, 7 von 10. Stadionmenü. 7,50 Euro für eine Bratwurst und Bier ist in Ordnung, 9 von 10. Sicht. Bisher saß ich in keinem Stadion so nah am Spielfeld, 10 von 10. Stadion. Es ist ein kleines, aber feines Stadion mit allem, was gebraucht wird. Natürlich nicht mit dem Komfort eines hochmodernen Fußballtempels, daher würde ich eigentlich nur 8 Punkte geben. Aber egal, wem ich auf dem Weg ins Stadion oder im Stadion begegnet bin. Also egal, ob es sich um einen Ordner oder um die Angestellten im Fanshop handelte. Alle waren sehr freundlich, haben gefragt, ob ich Hilfe benötige oder haben einfach nur gegrüßt. Hier kann sich so manch anderer Verein eine Scheibe abschneiden. Daher 9 von 10 Punkte. Insgesamt kommt die Voith Arena damit auf 43 von 50 möglichen Punkten und ist damit nur ein Punkt schlechter als der Deutsche Bank Park. Und das war's auch schon wieder mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und über ein Abo freuen. Wenn ihr Kritik und Anregungen habt, schreibt mir es einfach unten in die Kommentare rein. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten wieder. Macht's gut und bleibt gesund.